Wolfen Schafpelz und deswegen müssen wir jetzt erstmal alles abkleben, damit die Leute nicht sehen. Aber ich habe gerade geguckt, was soll ich eigentlich hier abkleben? Hier gibt es nichts zum Abkleben. Ist ein Lupo. Das war mal eben ein M3. Eine Minute. Der erste Drängleintod. Aber der hat echt krass sein bekommen. Ne? Aber keiner von denen hat negativ reagiert. Die haben alle einen Daumen hoch gemacht und das. Sogar gebremst nochmal. Gebremst mal, um alle und das. Daumen zu zeigen. Ne? Und das fand ich, da sieht man schon, wie die das feiern, das Auto. Ne? Willkommen bei Kfz, tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir sind wieder unterwegs mit unserem Lupo. Dazu habe ich einmal den Kollegen mitgenommen hier. Einmal mit dir, grüß dich Bruder, wie geht's dir? Hi, alles gut? Auch gut. Ja. So, wir wollen heute einmal auf Autobahn. Wir wollen noch mal ein bisschen was testen, weil wir haben da ein bisschen Ladedruck und so geändert. Da wollte ich mit dir noch mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Das werden wir machen. Das heißt, wir werden auf Autobahn gehen. Das heißt, es kann auch wieder sein, dass Leute uns ärgern wollen. Und ja. Und mal schauen, was Sache ist. Wir sind gut gerüstet. Zeige ich euch gleich auch warum. Ja, hier steht das schöne Ding. Das Geile bei dem Auto ist, das sieht nach nichts aus. Ne? Das sieht einfach nach nichts aus. Und keiner würde denken, dass da jetzt ein bisschen PS unter der Haube steckt. So, wir haben uns auf jeden Fall mit zwei GoPros ausgerüstet. Und ja, dann wollen wir einmal auf die Autobahn und dann mal schauen, was Sache ist. Wir haben ja Wolfen Schafpelz und deswegen müssen wir jetzt erstmal alles abkleben, damit die Leute nicht sehen. Aber ich habe gerade geguckt, was soll ich eigentlich hier abkleben? Hier gibt es nichts zum Abkleben. Ist ein Lupo. Was soll ich abkleben? Lupo? Also kleben wir nichts ab. Das kann so bleiben. Mit dir, das ist so ein Gefühl, wenn du so im Auto bist, so einsteigst, hast du sofort das Gefühl, man muss den überholen. So. Also die anderen haben das Gefühl, glaube ich. Weißt du, weil wir mit so einer Lupe unterwegs sind? Ne? Ja, das kann schon gut sein, ja. Also ich kann mich daran erinnern, meine Freundin hatte früher auch einen Lupo. Ja. Und der hatte aber nur 50 PS. Und auf der linken Spur hat der ja nichts zu suchen. Ja, ne? So. Und da fangen die alle an zu drängeln. Ne? Ja. Liegt so. Wahrscheinlich auch am Auto, ja. Ja. Hast du gesehen?
Seite so und dann wieder rückwärts. Das ist doch gut, Reaktion. Das ist doch eine gute Reaktion. Ja, so zeig diesen, weißt du, mir zeigt doch schon. Ja, das war jetzt geil. Der ist auf jeden Fall cool, ja. Nicht eine Minute auf Auto, keine Minute. Der erste Dränger hinter uns. Aber der hat echt krass sehr angekommen, ja. Der ist krass schnell angekommen. Ja. Oh, geht hier in den Kurier. Hä? Aber der ist schön nah. Also ich fand es richtig geil, also das kann man gar nicht sagen, der M3 war natürlich der Highlight des Tages. Und was ich am geilsten finde, mit dir, das kannst du auch bezeugen, also echt eine Minute auf Autobahn, nicht mal. 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden sofort die ersten Drängler. Und das ist dieser Vorurteil, was mich einfach nur richtig, also fun, weißt du, du bist auf der linken Spur, dann sagen die, ey, was sucht der da? Weg. Weißt du, die wollen dich schon so wegdrängeln so. Und das finde ich geil. Aber mit dir, ich muss hier aber echt mal noch ein Lob aussprechen.
Na, die Leute denken schon, wir haben ein Verhältnis hier. Haben wir auch. Ja, Autoverhältnis natürlich, ne? Das andere sagen wir natürlich nicht hier. Nein. Also ich muss echt sagen, mit dir richtig Hammer, was du da rausgeholt hast. Ehrlich. Wir haben heute 50 Kilometer gefahren und ich muss sagen, richtig geil. Wie 50 der Kilometer noch? Wir sind eine ganze Weile unterwegs mehr, gewesen, ne? Ja, es kann jetzt noch mehr sein. Ich weiß jetzt, ich habe mich geguckt. Ja, ein paar Stunden waren wir jetzt unterwegs, ne? Ich muss sagen, Motor wird nicht zu heiß, der klopft nicht. Also der läuft ganze Zeit richtig gut. Alltagstauglich. Richtig, aber richtig, ne? Wenn wir so normal gefahren sind. Ne, natürlich, man riecht die Blow-Off-Gase natürlich, ne? Ist aber klar, bei dem Ladedruck. Aber ich muss sagen, der lässt sich hammergeil fahren. Und ich muss auch sagen, heute waren wir ja ungefähr 300 Kilo mehr drin im Auto. Und das hat man ein bisschen gemerkt. Ne? Wenn ich den alleine fahre, dann merkt man das. Aber ich muss ehrlich sagen, geil. Also, wenn ihr noch mehr solche Folgen sehen wollt, dann einmal liken das Ganze. Ne? Und wenn nicht abonniert, dann einmal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal wieder dabei mit dir. Ja, gerne. Ja, hoffentlich. Also, sicher. Gerne, gerne. Dies sieht man gerne bei mir. Beim nächsten Mal messen wir einmal mit ihr die Leistung. Ne? Genau, das steht noch aus. Genau, und dann zeigen wir euch, wie wir das machen. Es ist kein Leistungsprüfstand, aber mit ihr zeigt das einfach uns mal. Muss ich nochmal schätzen, ne? Ja, ich könnte... So ein M3 als Vergleich dabei. Genau, also... Stimmt. Ihr könnt nochmal schätzen. Schreibt das in die Kommentare. Was sagt ihr? Weil, wie gesagt, wir sind M3 davon gefahren und später haben wir nach 220 oder so haben wir aufgehört. So, aber ich bin mir aber sicher, hätte ich durchgedrückt, wir waren schneller als der. Und die Reaktion war geil. Also das muss ich auch noch betonen hier. Die ganzen, der Typ war echt cool. Ja, von dem alle. Hier, der erste, der Mazda, der kam, super Reaktion. Der M3, ne, der ist neben uns gefahren, hat gesagt, boah, der war, haben wir sogar drauf, hoffentlich auf Kamera, werde ich jetzt zeigen. Und das fand ich auch geil. Diese Reaktionen finde ich... Heute waren alle gut drauf auf jeden Fall. Deswegen, Jungs, haut rein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis dann, euer Kfz-Tutzi. Haut rein. Ciao.